Yo, backe, backe Kuchen, backe, backe Kuchen. Jo, was Tiere so denken, Folge 139. Ja, also, ja, mein Gedankengut ist einfach, ja, Schlaf, 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 Wärme, Wärme, Wärme. Sehr einfach, ne? Also sehr einfach gestrickt. Welch ein schöner Tag! Die Sonne scheint, der Sommer ist da, Corona verpisst sich. Hey, wo ist denn deine Maske, du Drecks-Corona-Leugner? Ein bisschen Grundaggression muss auch sein. Ja, das stimmt. Tschüss, ich schwöre, ich war das nicht, Lan. Ich schwöre auf dich. Aber atme lieber nicht. Lisa! 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 Was ist denn, mein Schatz? Deine Stirn ist so groß wie eine Arschbacke vom Hulk. Wie köstlich. Ich möchte Hat die Katze jetzt nicht darüber, gesagt. wenn deine Nugget. Schäm dich, du Kalorienzähler. Nur weil du fett bist, muss ich doch nicht abnehmen. Nur eine Nugget. Den ganzen Tag. Ich lasse dich spielen mit meiner Bö. Aber wenn es ums Essen geht, heißt es auf einmal Rassentrennung. Jetzt reichen es mir mit dir. Ab sofort, du hast ein Hausverbot in meiner Bö. Mensch, bist du fest. Ja, also das muss ich jetzt mal ganz kurz hier erklären. Wie macht man das? Das ist ein Arzt. Der kontrolliert, ja. Nee, lass es lieber von euren Eltern erklären. Ich hab mir den Kopf abgepoppt! Ich hab mir den Kopf Boah, abgepoppt! Oh mein Gott! Oh ja, das fühlt sich gut an. Ja, mach was du willst. Hauptsache, es sieht hinterher gut aus. Alter! Wie? Warum kommt das jetzt da rein? Mensch, seit Corona ist es echt schwer, einen guten Friseur zu finden. Huch, wer ist das denn? Das ist auf jeden Fall nicht meiner, egal was sie sagt. Bei der lagen doch schon mehr Leute drauf als auf den Matratzen im Ikea. Aber na geil, ist ja krass. Schneider, Schneider, Gott, ja, richtig krass, ja. Etche? Etche? Schwör auf alles, aber na geil, du hast Pfeil ins Gesicht bekommen, oder? Yo, backe, backe Kuchen, backe, backe Kuchen. Was bekommt man, wenn man eine Blondine mit einem Husky kreuzt? Entweder einen total blöden Hund oder einen winterfesten Wanderpokal. Genug gebacken, ich muss kacken. Au. Oh, da wird er ausgelacht. Da, also, ne, also, ne, da würde ich gleich sagen hier, ne? Das war das letzte Mal, dass ihr auf der Wiese seid. Ihr werdet das letzte Mal eine Wiese sehen. Ihr werdet jetzt meinen Ofen von innen mal begutachten. Macht der Eimer bei mir. Scheiße, die geht hier richtig ab. Geht hier richtig Rhythmus in so Blut, Alter. Die muss Brasilianerin sein oder sowas. So was geht, kann man dich kennenlernen? So ein Teil von mir wird mit dir gerne mal Verstecken spielen, ne? Ey, was geht mit dem kahlen Affen hier? Bei dem ist wohl im Dachgeschoss eine Kellerwohnung frei geworden. Ey, Glatzengesicht! Klettern kannst du im Kindergarten, jetzt mach dich mal dünne! Und glotz mich nicht so an, als wäre ich das Ungeziefer hier. Wer hat denn dir bitte den Gesichtsschnitt verpasst? Ey, hast du Kopfbeschwerden? Mach mal endlich die linke Pfote runter! Sag bloß, du bist einer von diesen Links-Rechts-Analphabeten! Ich hab gesagt! Pfoten! Pfoten! Ist deine Pfote nackt, fühlt sich an wie das Innenleben meines Arschlochs! Ja, jetzt verzieh dich endlich, na los! Glaubst du, ich bin kurzsichtig oder was? Ich sehe die Grabscher doch! Du rüttelst gerade echt heftig am Schellenbaum! Weißt du was? Trau dich doch! Fass noch einmal das Geländer! Na los, trau dich, Mann! Dann mache ich aus dir Ketchup für meine Fritten, Alter! Was machst du? Das Kind ist nie gut erzogen. Das Kind ist nicht gut erzogen. Man sollte immer auf seine Katze hören. Immer. Und wenn die Katze sagt, ihr müsst für den Katzendämon jemanden opfern, dann ist es so. Das ist halt, den gibt's halt wirklich. Ist jemanden begraben oder wieso buddelst du so ein tiefes Loch? Suchst du Gold oder was? Oh mein Gott, was ist das denn? Ich glaube, ich kotz gleich. Ach, ist gut, das Geländer gehört. Ja, war sehr geiles Video. Ah, schön. Ah, es wäre irgendwie, ich habe mir das damals als Kind so voll gerne vorgestellt. So, stellt euch mal vor, so die Tiere könnten alle so die ganz normale Sprache der Menschen. So ganz normal, ne? Und ihr unterhaltet euch einfach so mal mit einer Eintagsfliege, ne? Setzt euch mal so hin. Fragt euch so, fragt die Eintagsfliege, ja, warum nervst du mich eigentlich so? Du bist eh bald tot. So, ne? Wäre doch irgendwie ein tiefgründiges Gespräch, ne? Wäre doch eigentlich nicht schlecht. Und man würde auch vor allen Dingen auch seine Tiere verstehen, ne? Von wegen hier, ne? Meerschweinchen. Dann kommen sie mal zu dir, dann auf einmal hauen sie tagelang ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.